Stimmt es, dass man von Sheikh al-Albani nicht nehmen darf, weil er kein Lehrer hatte und deswegen vielleicht Fehler haben könnte, dadurch, dass er sich die Sachen selbst beigebracht hat? Erstmal, das stimmt nicht, dass Sheikh al-Albani keinen Lehrer gehabt hat. Sheikh al-Albani hat verschiedene Ijazat auch gehabt, aber er hat nicht danach gesucht wie einige Leute. Einige Leute suchen nur nach einem Ijaza und nach einem Tazkiya und nach einem Zettel, wo das steht, ja, der ist so und so. Und so. Und das bringt nichts vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dazu barakallahu fikum, das Wissen von Sheikh al-Albani, seine Feinde haben das bestätigt, rahimahullah ta'ala. Und bis heute, wenn man von Hadith redet, da sagt man, al-Albani hat sahih gesagt oder al-Albani hat da'if gesagt. Und bitte nochmal, la yadurru as-sahabe nibahul kilab. Die Hunde bellen. Das stört nicht die Wolken, die im Himmel sind. Und Sheikh al-Albani ist eine Wolke. Sheikh al-Albani ist ein Berg im Wissen. Und dass einige Leute gegen ihn sind, weil er einen anderen Weg als sie gehabt hat und seine Methodik war klar, nach Koran und Sunna zu handeln. Und jeder, der Wissen hat, weiß, dass Sheikh al-Albani Wissen gehabt hat. Und Sheikh al-Albani hat bei seinem Vater gelernt und er hat auch bei anderen Schüchern gelernt. Rahimahullah ta'ala. Und diese Behauptung, weil er kein Sheikh hat, dann nehmen wir von ihm nicht, dann möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Die Leute, die heute gegen Sheikh al-Albani hetzen, wer sind ihre Schiuch? Die sind nichts. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Dazu barakallahu fikum, sagt Allah, Sheikh al-Albani ist ein Mensch, wie alle anderen Menschen. Wir würden niemals sagen, Sheikh al-Albani macht alles richtig oder macht keinen Fehler. Auch nicht Ahmed ibn Hanbal, auch nicht Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu alayhi. Jeder Mensch macht Fehler. Aber wenn man, wenn ein Scheich wie Scheich al-Albani oder Scheich ibn Uthaymin oder früheren Gelehrten wie Ibn al-Qayyim oder Ibn Taymiyyah oder davor Imam Ahmed oder Imam Abu Hanifa und sowas, wenn sie Fehler gemacht haben, dann kann man sagen, das ist falsch. Aber mit Adab, mit Erziehung. Nicht irgendeiner, der keine Ahnung hat von der Sprache und von Religion und der hetzt gegen den Scheich oder die Gelehrten und der hat keine Ahnung selber. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und das ist unsere Katastrophe hier in Deutschland. Inna al-Bughatha bi ardina yastansiru. Das heißt, der kleine Spatz macht sich in unserem Land zu einem Adler. Aber Adler ist Adler und Spatz ist Spatz. Und Sheikh al-Albani ist ein großes Gewicht in Wissen in unserer Zeit. Und diese sogenannten Leute, die sogenannte möchte gern Imam, möchte gern Sheikh, möchte gern Bekannte, fangen an, gegen Sheikh al-Albani zu hetzen, weil das Barakallahu fikum auch psychisch eine Wirkung hat. Dass wir diese Leute, die wollen sich davon überzeugen, dass sie richtig sind, indem sie gegen die Gelehrten hetzen. Und die wissen nicht, die Armen, dass diese Leute einen Psychiater brauchen. Und ein Psychiater, aber nicht Psychiater jetzt, dass man zum, ein Psychiater in einer anderen Art. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sind ihre Psychiater. Kein Problem. Barakallahu fikum, sagt Allah khair.